Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist immer schwierig für mich, wenn ich nach Herrn Wedel sprechen muss, mich wieder so runterzukommen. Ich frage mich immer, wer schreibt Ihnen dieses Feuerwerk der Halbwahrheiten eigentlich auf? Es ist unfassbar. So ist es. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir versuchen alle wieder runterzukommen und versuchen uns sachlich mit dem Einzelplan 04 zu beschäftigen, dem Geschäftsbereich des Justizministeriums. Dieser Einzelplan, wie Sie alle wissen, vereinigt unter einem Dach wie kein anderer Prävention und Repression. Und deshalb lohnt es sich, da gemeinsam noch mal genauer hinzusehen. Und wir haben es im Rechtsausschuss in der Tat auch schon beraten, dass bereits bei der Aufstellung dieses Einzelplans über die einführenden Worte des Hauses im Erläuterungsband immer wieder gestolpert bin, weil Sie bereits die terroristischen Ereignisse von Paris, Kopenhagen und Tunesien in der ersten Jahreshälfte dieses Jahres bezugnehmend erläutern. Und die Schlussfolgerung, die das Justizministerium daraus zieht, die wir jetzt auch mit der Aufstellung des Haushalts daraus ziehen, sind mit den Ereignissen des November diesen Jahres auf bedauerliche Weise noch dringlicher geworden. Auch in diesem Haushaltsplan ziehen wir die Konsequenzen aus den steigenden Flüchtlingszahlen. Nach den bisherigen Erfahrungen können wir davon ausgehen, dass ca. die Hälfte der abgelehnten Asylanträge an unseren Verwaltungsgerichten landen. Und Herr Wedel, es ist völliger Unfug, dass der Minister sich erst im Rechtsausschuss am Verwaltungsgericht ein Bild machen musste. Selbstverständlich ist der Minister jederzeit bestens informiert über die Vorgänge an Verwaltungsgerichten. Und da brauchen Sie sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Wenn ich aber in anderen Bundesländern davon erzähle, dass in diesem Haushalt 59 weitere Stellen für Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter bereits im Ansatz vorgesehen waren, sowie weitere Planstellen für Geschäftsstellen und Servicebereich, dass wir in diesem Bereich zusätzliche 100 Stellen bekommen, knapp 100 Stellen bekommen, dann sind andere Bundesländer durchaus schauen da drauf mit ein bisschen Neid, vielleicht, aber vielleicht auch mit ein bisschen Respekt, dass wir da so vorausschauend die Stellen schaffen und nicht wie die Bundesregierung das viel zu spät an vielen Stellen macht, beim BAMF immer noch nicht die Stellen eingerichtet hat, die da längst erforderlich wären. Ja, unsere Verwaltungsgerichte brauchen Unterstützung, um die steigende Zahl der Verfahren bearbeiten zu können, selbstverständlich. Aber der Weg zur Einhaltung der verfassungsgemäßen Schuldenbremse wird weiterhin kein leichter sein. Da geht es eben nicht nur um das Wünschenswerte, sondern auch um das Machbare. Wie Ihre Vorschläge der Opposition dazu aussehen, haben Sie uns bisher geheim gehalten. Dass Sie unseren Haushaltsanträgen nicht zustimmen können, ist ein Schlag ins Gesicht der freien straffälligen Hilfe. Dass Sie ernsthaft im Ausschuss, liebe CDU, nach einer Gegenfinanzierung gefragt haben, legt Ihre Haltung dazu offen. Bitte sagen Sie das allen Caritas-Geschäftsführern mit einem schönen Gruß von mir. Wenn hier investiert wird, jeder Euro lohnt sich, jeder Tag, der ein Haftplatz vermieden wird, lohnt sich, und nicht nur für die Person selber, sondern auch für die gesamte Gesellschaft. Wir bekennen uns zum Zwei-Säulen-Modell, zur straffälligen Hilfe in der Justiz, an den Landgerichten und zur freien straffälligen Hilfe in der freien Wohlfahrtspflege. Sie bestehen nebeneinander, unterstützen sich gegenseitig und ergänzen sich. Ich möchte jedoch unsere Haushaltsanträge noch schnell im Einzelnen nennen. 78.000 Euro mehr für ehrenamtliche Arbeit der freien straffälligen Hilfe, die Ehrenamtliche vernetzt, fortbildet und qualifiziert. 206.000 Euro mehr für die Förderung gemeinnütziger Arbeit, die die sogenannten Sozialstunden vermittelt und betreut. 36.000 Euro mehr für Haftverkürzungsprojekte an freie Träger. 128.000 Euro mehr für die Förderung der Täterarbeit. 98.000 Euro mehr für die Mitwirkung bei der Behandlung von Sexualstraftätern, 142.000 Euro mehr für die Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs und zarte 12.000 Euro mehr für die Maßnahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrest. Diese Erhöhungen mögen manch einem klein erscheinen, doch wir wissen längst, dass sich Prävention auch hier rechnet. Jeder Euro zahlt sich aus, nicht nur für Gefangene, sondern auch für die gesamte Gesellschaft.
Und Herr Kamieth, es ist völlig schräg, wie Sie es dargestellt haben, wie sich Straftaten entwickelt haben. Es ist gut, in einer Gesellschaft zu leben, in der es immer weniger Gewaltdelikte gibt und immer weniger Verurteilungen gibt. Die Kapitaldelikte und Gewaltdelikte sind massiv zurückgegangen. Die Jugendkriminalität ist auf dem niedrigsten Stand seit 44 Jahren. Hier ein Szenario zu malen, ist völlig abstrus. Ja, ich komme zum Schluss. Die Opposition hat keine Strategie zum Haushalt, kein Konzept. Es ist leider nicht erkennbar. Die CDU tanzt das Mantra der schwarzen Null und hat kein Konzept. Die FDP, die sonst immer privat vor Staat vor sich hin brabbelt. Ob Herr Wedel jetzt tatsächlich das, was er im Rechtsausschuss geäußert hat, dass das alles viel zu wenig sei, ob das jetzt die neue FDP ist, bleibt auch uns noch geheim. Vielen Dank. Und Entschuldigung.